Shalom Leute, hier ist mal wieder euer dunkler Magier und ich heiße euch willkommen zu Part Nummer 3. Wow, da kommt nur eine Frau, das macht uns ja nichts. Und durch das neue Adlerauge können wir ja zum Glück zumindest die Laufwege unserer Gegner sehen. Das da ist ein sehr schöner Kreis aus sehr vielen Schritten. Da sind wohl sehr viele Menschen schon mal vorbeigelaufen. Nein! Oh, eigentlich wollte ich die Wache anmessern. Ach, oh, schade. Oh oh. Na gut, jetzt ist sie zumindest hier durch die Leiche da abgelenkt. Ja, und weiter geht die Reise. Welche zu solcher Gewalt fähig? Oh, wir sind alle verstörte Bürger, die hier eigentlich alle nichts zu suchen haben, weil das eine Arschgegend ist, wo sowieso nie einer kommt. Da. Okay, hier hätten wir auch noch die Möglichkeit gehabt, ein paar Wachen aus dem Heuhaufen auszunehmen. Aber gut, wir sind ja eh schon durch, passt schon. Wow. Scheiß auf die Wache. Oh. Und los geht's. Haben wir zum Glück schnell geschafft. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Ja, bin ich. Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Ein bisschen was von einem und ein bisschen was von dem anderen. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Erinnert mich gerade an die Simpsons, wo der Grandpa gefragt wurde, wo er gefragt wurde, sind sie nur senil oder wollen sie mich verarschen? Also ein bisschen was von dem einen und ein bisschen was von dem anderen. So, da haben wir Medizin, sehe ich gerade. Wurde ja auch mal Zeit hier. R2. Und Medizin auswählen. Warte, hier wählen wir mal die Teile aus. Gut. Das ist schon besser. Akrobatische Fähigkeiten wiederhergestellt. Ja, wie gesagt, wenn man klettern will, braucht man mehr als einen Strich. Könnte ein bisschen nervig werden im Verlauf des Spiels. Aber ich glaube, ich werde eher weniger auf die Fresse bekommen. Ich bin doch geskillter Oberskill-Pro-Gamer. Oh, scheiß auf die Wachen. Wir wollen doch eh nur zu dem Heinzi da. Moment mal. Woher? Ist mir egal, wo ihr mich kennt. So. Schneller, schneller. Und. Ja gut, mal gucken, ob sie mir folgen können. Oder ob ich hier jetzt geheilt werde von der Suchaktion. Guck mal, was der da macht. Der da ganz hinten, der balanciert auf einem Bein auf der Stange rum. Warum auch immer. Oh Mann. Ja. Beobachtet ihr mich noch oder bin ich jetzt sicher? Ich bin jetzt sicher. Prima. Und weiter geht die Reise. Ging ja fix. Ja gut, ich hätte jetzt auch alle Wachen mal töten können. Wow. Alter. Nicht auf mich schießen. Böse. Na? Nein, nein, nein. Oh. Wow. Haben sie extra einprogrammiert, die Finger? Nein. Ist eine gemeine Stelle. Na toll. Dann heißt es wieder auf ein neues. Na, hier kann er schon mal nicht hoch. Hörst du mal auf mit dem Ballern hier? Mensch. Und jetzt? Irgendwo hier. Gut. Ja gut, das zum Thema selber Laufwege suchen. Ey, der opfert schon wieder einen seiner eigenen Soldaten, der Ficker. Warum macht er denn sowas? Sind doch auch nur Menschen. Mensch. Ui, das war ein cooles Seil. Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Können wir auch kämpfen oder soll ich dich einfach töten? Okay. Schade. Ich dachte, wir können jetzt kämpfen. Nie auf zu witzeln.
Jetzt kommt wieder so eine typische Rick Riordan Porsche Szene. Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne. Oh. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Nicolopoulos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Altairs Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los! Requiescat in pace. Basta. Mann, war das ein Hackfresse. Die Synchronisierung, die Untertitel haben gerade ein bisschen versagt, weil sie haben das übersetzt. Aber gut. Jetzt haben wir schon mal unser schmuckes, schickes Buchschlein. So, und jetzt können wir den irgendwie noch plündern. Eiskalt serviert, eine Goldtrophäe, cool. Bislang alles auf 100%. Ich bin relativ zufrieden. Dieser Apfel. Er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Wir tänzen mal ein bisschen. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl. Das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Ich bin Surfer. Okay, du machst mich echt nervös. Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Tja, die von außerhalb des Animus untersuchen gerade den Apfel, der mich zum Töten verleitet hatte. Und ich bin anscheinend der Einzige, der ihn überhaupt aktivieren kann. Was war das? Wir sind denn jetzt gerade wieder draußen. Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen armen Kopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und, dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Ja, aber Desmond hat immer die coolsten Hoodies, also Pullover. Die gibt's hier auch in echt zu kaufen. Aber die sind extrem teuer. 100 Euro so ein Stück. Mann. Schau. Was ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja. Ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität. Aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Aha. Okay. Das war wieder die Außenwelt. Guck mal, er hat zwar keine Klinge, aber wenn ich auf die Klingtaste drücke, weicht seine linke Hand nach links ab, als würde sie die Klinge ausfahren. Oh Mann. Ich würde jetzt gern wissen, was das für Tore sind. Apropos, wir haben ja gerade noch erfahren, dass die arme Lucy schon begraben wurde. Also scheint es wirklich so, als hätte sie keine Chancen mehr. Aber mal gucken, vielleicht können wir ja irgendwie am Ende sowohl Lucy als auch ihr Subjektsästchen retten. Ja, was sind das denn jetzt für Tore hier? So. 20 Animus-Datenfragmente. Was auch immer das ist. Aber gut, das heißt, wir müssen im Spiel irgendwas sammeln, damit wir hier durch die Tore können. Gut zu wissen. Und wir laufen wieder zu unserem lieben Torchen hier. Kawabanga! Und weiter geht's mit der Ezio-Story. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar.
Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen. Niemand kann nur die Mauern drumherum sprengen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolò Pollo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits. Und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Tja, dann wissen wir ja schon mal, was das Spiel für uns bereithält, und zwar eine Schlüsselsuche. Aber im Ernst, man kann doch um das Metalltor herum die Mauer wegsprengen, da wäre man auch drin. Die haben doch schon Sprengstoff und so mit ihren Granatschen. Aber gut, wäre ja auch zu einfach so. So, jetzt werden wir gleich den ersten wirklichen Blick auf Konstantinopel erhaschen, der ist er auch schon. Tja. Nicht hübscher und auch nicht hässlicher als die anderen Städte. Ein prächtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Naja. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach. Eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si. Da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopel. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinopel. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantinopel ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Ich habe schon unseren ersten Kumpel hier gefunden. Wie der heißt, das weiß ich nicht. Aber ist mir auch herzlich egal, wenn ich ehrlich bin. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem... dem Bimbus. Salve. Hallo. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, Beerfendi. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardim et belirmim, Efendim. Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayin. Koshkelden kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore. Lalalalala. Prego. Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul. Noch ein Name für diese Stadt? Evet. Der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Ja, das ist doch prima, dass wir schon mal einen Kumpel gefunden haben hier in der City. Auch ein Assassine, wie es scheint. Der uns die ganze Zeit anguckt, egal wie wir laufen. Ja gut, wir haben jetzt entweder die Möglichkeit, mit ihm zu labern. Oder mal selbst ein bisschen auf Erkundungstour zu gehen. Ich glaube, wir klettern erstmal mal hier ein Turmchen hoch. Bombenkomponenten sind in der ganzen Stadt verstreut. Aha. Wie gesagt, ich glaube, wir klettern hier mal den Aussichtsturm mal hoch zur Eröffnung, um uns ein bisschen aufzuwärmen. Und dann widmen wir uns dem Herrn Kollegen Assassino.
Ach, das ist schon der richtige Turm. Gut. War ja jetzt nicht so schwer. Früher gab es auch schwere Aussichtstürme. Vielleicht wird es ja auch noch ein paar schwere geben, wo man echt ein bisschen knobeln muss, wie man denn da nun hochkommt. Aber gut. Gleich kriegen wir unseren ersten Blick. Ich frage mich auch, ob man danach da hinten gehen kann dann. Vermute aber nicht. Oder? Aber das ist ja schon mal unser erster Blick über die City. Sieht aber wie immer sehr trist aus. Also wie auch schon damals Rom, wie auch schon damals Florenz. Alles nur dieselbe Farbe. Die Erde, wie immer dieselbe Farbe. Die Leute haben alle nur braune Anzüge an, also braune, ja, Mäntel, keine Ahnung. Ja, da hoffe ich echt, dass Assassin's Creed 3 ein bisschen farbenfroher wird. Vor allem, da es ja rote Röcke und blaue Röcke geben wird. Aber auch die Städte sollen ein bisschen hübscher sein. Aber gut, runter mit uns. Kalabutz. Und zurück zum Kollegen Assassino. Aussichtspunkte sind im Übrigen dazu da, diejenigen, die das nicht wissen, dass die Karte, ja, für einen erscheint. Ich zeige es euch gleich. Moment. Und zwar, jetzt wurde uns der Bereich hier halt aufgezeichnet. Jetzt wissen wir, wo was ist. Ja, mehr eigentlich auch nicht, aber die Welt wird für uns halt zugänglicher, wenn wir die Aussichtspunkte besuchen, weil sonst ist ja alles hier im Dunkeln gehalten. Das ist dann auch schon der ganze Sinn der Aussichtstürme. Ist der betrunken? Ist der betrunken? Ja, bin ich. Die ganze Zeit über. Gut, und bevor wir mit dem lieben Herrn Assassino sprechen, mit dem Yusuf Tazim, würde ich auch gern erstmal den Part hier wieder beenden. Hier haben wir übrigens noch ein paar Infos, die lesen wir uns noch kurz durch. Yusuf Tazim, Abstergo hat vor ein paar Jahren einige Informationen zu diesem Mann zusammengetragen, aber in den normalen Geschichtsbüchern findet man nicht viel über ihn, was ihm sicherlich recht wäre. Yusuf Tazim wurde ca. 1467 in Bursa geboren, wurde aber ab dem 8. Lebensjahr von seiner Mutter in Konstantinopel großgezogen. Sein Vater war Assassine und vermutlich trat Yusuf deshalb ebenfalls dem Morden bei. Aber es gibt keine Informationen darüber, was mit seinem Vater geschah. Wurde Papa Tazim getötet? Hat er die Familie verlassen? Man weiß es nicht. Alter Schwede, nein. Nee, Leute, das könnt ihr euch knicken. Das könnt ihr euch selber durchlesen, wenn ihr das Spiel habt. Ist mir eigentlich auch egal, was das für einer ist. Und insofern danke ich euch fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über Bewertungen, Kommentare, Favorisierungen und so weiter freuen. Und nachdem wir den Typen hier umgeschubst haben, reingehen und wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.